Ja, auch dieses Jahr wieder herzlich willkommen in der wunderschönen Villa Aurora hier in Los Angeles. Wir feiern heute die deutschen Oscar-Nominierten für die 91. Academy Awards. Nominiert sind Werk ohne Autor, Never Look Away, Regie Florian Henkel von Donnersmarck, bester Dokumentarfilm, Fathers and Son und dann noch Isle of Dogs, beste Filmmusik und bester Animationsfilm. Ja, und wie Sie sehen, die Party ist schon im vollen Gange und ich würde sagen, wir stürzen uns jetzt ins Gemenge und schauen, was los ist. Kommen Sie mit! Ich kam gerade auf die Terrasse hier und hatte so ein Déjà-vu, weil ich vor 12 Jahren schon mal hier war, mit Leben der anderen. Und ja, da aber natürlich wahnsinnig aufgeregt war, weil alles so das erste Mal war. Und jetzt nach 12 Jahren wieder hierher zu kommen, das ist wirklich wie ein Déjà-vu gewesen. Aber ich war auch zwischendurch hier noch für ein paar andere Empfänge, als Michael Haneke nominiert wurde und dann auch gewonnen hat. Da war ich auch hier, um ihn zu feiern. Das ist einfach ein sehr schöner, geschichtsträchtiger Ort und ich freue mich, dass es diese Institution gibt. Zumindest ja hier an der Westküste die einzige größere deutsche Institution neben dem Goethe-Institut, die Kulturarbeit vor Ort macht, die Menschen aus Deutschland für längere Zeit hierher bringen. Mit dem Thomas-Mann-Haus haben wir jetzt die große Chance, eben auch interessante Wissenschaftler und Intellektuelle hierher zu bringen. Das heißt, wir haben ein ganz breites Spektrum an Menschen unterschiedlicher Disziplinen und damit sind wir, glaube ich, ein wichtiger Player hier. Und das ist ja auch ein ganz besonderes Jahr, denn das Auswärtige Amt hat ja in Verbindung mit dem Goethe-Institut das Deutschlandjahr gestartet, das uns die Gelegenheit gibt, das Bild von Deutschland zu zeichnen, das eben das demokratische, liberale, moderne und hippe Deutschland zeigt. Villa Aurora ist mit einigen Programmen dabei und wir freuen uns sehr darauf. Ich glaube, dass Feuchtwanger als Schriftsteller so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und das natürlich sehr schön ist, dass es dann so ein Haus gibt, durch das immer wieder an ihn erinnert werden kann. Ich glaube, dass solche Einrichtungen sehr wichtig sind für die Pflege und Weiterentwicklung der Kultur und auch fürs Filmerbe, also nicht nur natürlich, aber das ist sehr, sehr wichtig. Über Kultur kann man sich immer so toll austauschen und Künstler finden auch immer viel, viel schneller zusammen, sagt ja keiner irgendwie, ich bin aber hier, du hast einen Film gemacht, der mir nicht gefällt, da ist man nicht so emotional, sondern spricht darüber und sagt, warum gefällt der mir eigentlich nicht? Und auf der politischen Ebene ist es so, wenn jemand andere Ansichten hat, dann wird man sehr, sehr schnell auch ein bisschen eng und blockiert sich gegenseitig. Ne? Insofern ist es der sichere Weg, damit Völker zusammenfinden. It was such an exciting project and, you know, so dramatic, so funny, so touching. It was really a great movie to work on. I start working for the Berlinale in March, so I try not to think too much of it ahead because I think that would be like a bad omen or something like that. But I, of course, think it's very exciting. The Berlin Film Festival has grown so much over the past 20 years when Dieter Koslick stepped in, that it's an incredible challenge and at the same time, very honorful to start working on it. Darf ich alle Teams von Fathers and Son, von Never Look Away, von Isle of Dogs zur Bühne hier Ja, meine Damen und Herren, das war's vom deutschen Oscar-Empfang hier in der Villa Aurora. Hoffe, Sie hatten genauso viel Spaß wie wir. Wir sehen einander dann wieder in 2020 bei den Oscars. Ja, und ich gehe und verabschiede uns unsere Gäste. Bis dann.